So, jetzt sind wir in einem alten Ferienheim, beziehungsweise, wie heißt es früher, Jugendherberge. Meinst du, das ist Jugendherberge? Mhm. Wenn ich das Bad so hier sehe, denke ich ja. Mit diesen Fächern hier, ne? Die ihr gerade nicht seht. Aber die werde ich gleich zeigen. Zeigen wir euch, es geht los. Das sind diese Fächer, wo wir gerade drüber geredet haben. Das ist eine Jugendherberge oder irgend sowas, weil es sind hier ganz schön viele Waschbecken. Bewegen wir uns mal langsam weiter. Das Licht müsste reichen. Ja, ist doch ganz schön lang und groß. Hier geht es auf jeden Fall schon mal runter. Da können wir gleich mal hingehen. Oder ist das Keller? Ich guck mal. Ja. So, wenn mein Kumpel Christian jetzt kommt, können wir mal in den Keller gehen. So, also ab in den Keller. Mal schauen, was wir hier sehen. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ist auch schon ein bisschen was kaputt. Ach, es ist eine Schule. Es war eine Schule. Hier steht Lehrertoiletten. Okay. Also Leute, wir sind in der Schule. Ich zeig's euch. Jetzt wissen wir auch, was es sich hier handelt. Also, Schule. Okay, wenn hier unten die Lehrertoiletten waren, ist hier bestimmt auch irgendwo. Oh, das sieht jetzt aus wie Waschräume und sowas. Würde ich jetzt mal behaupten. Ja, sieht genauso aus, wie ich es gesagt habe. Hier sind ja noch die Duschen gewesen. Und die Waschbecken, die großen. Okay. Das sieht so aus wie die Umkleidekabine. Boah, die mega Spinnweben hier. Das sieht aus wie eine kleine Umkleideraum oder sowas. Ja, was könnte das mal gewesen sein? Hier drüben ist ein Schlüsselbrett. Da steht auch was drin. Post. Keine Ahnung. Ach guck, da sind kleine Schlüssel drin. Hier sind so kleine Schlösser. Was könnte das gewesen sein? Sieht nicht aus wie eine Küche. Das könnte vielleicht, vielleicht was zum Hauswirtschaftskurs oder irgendwas. Bergraum. Hier steht aber Küche. Steht Küche? Hier steht Küche. Also, da ist doch eine Küche. Wir haben hier einen Kalender von 99? Könnte sein. Okay Leute, ihr wisst, ich stehe auf Tapeten. Hier ist ein Privatbereich. Und diese Tapete, die hier drin ist, die erdrückt einen. Das ist ja echt übel. Das würde mir nicht gefallen. Du kommst rein und siehst diese dämlichen grünen Blumen. Das ist auf jeden Fall ein Privatbereich. Warum? Ob das jetzt mehr so ein, ob die hier mal ein Lehrer war oder so? Hier haben wir noch ein Schlüsselbrett. Mit Chips? Nee. Also Hoflager, Telefon, Wäscheschrank. Was haben wir denn alles hier? Bei sowas sieht man meistens, was man hier noch so sieht. Ja, wir dachten gerade, hier ist noch ein Keller. Und haben hier mal hingeguckt, aber da ist zu. Und was ist es? Die Besenkammer. Und ich will gar nicht wissen, was da drin alles passiert ist. Kannst du mal aufhören? Alter, ist eine Meise. So, Christian sagt gerade, hier ist Klasse 1a gewesen. Also war das hier doch mal eine Grundschule. Jetzt hat mir das schon gedacht. So, zweite Etage, hier sind noch Spinde und hier geht es auch im Dachboden. Ich weiß genau, wer da gleich hochkrabbelt. Aber wir gucken erstmal hier unten. Alle Spinde und alle offen. Raum 11. Raum 18. Also wissen wir ja ungefähr, wie viele Räume wir hier haben. Eine Menge. Das kann nicht sein, dass nebenbei unser Navi noch mit uns redet. Kranker Scheiß. Leute, guckt euch das mal an. Ich war hier 3.3.1985. 85. Jo, alles klar, da war ich 5. Hammerhart. Was ist das? Technische und Datenschutz, die sind wahrscheinlich schon alle uralt. Ich war hier 93. So, Christian versucht es gerade, er geht mal hoch auf den Dachboden. Und wenn da was Schönes ist und der Dach ist, dann gehen wir nachher und schauen mal. Oder willst du deine Dachbodentour machen? Ist komplett leer. Komplett leer? Komplett leer. Ah, na toll. Und kein Licht. Aber die tolle Schulklingel ist auch geil. Da ist er. Ja, hier, das sieht aus wie Lenins Rache. Kennst du Lenins Rache? Heißt das nicht so? Dieses absolute krasse Toilettenpapier, was so richtig schön rau ist? Crepe-Toilettenpapier. Habe ich nicht mal gehört, das heißt Lenins Rache, oder? Auf jeden Fall, das ist alt.
Richtig alt. Und hier sind wir definitiv beim Frauen. Weil hier sind noch so Beutel. Und eine Gürteltasche. So, mit diesen Worten werde ich jetzt mal Christian suchen. Der, glaube ich, hier um die Kurve steht. Da ist er. Und was sagst du dazu? Ja, war ein kleines Lost Place, aber war wieder mal ein Lost Place. Ein richtiges. Und wieder mal gefunden durch einfach rumfahren. Genau, einfach vorbeigefahren. Du hast einen Ast auf dem Kopf. Ja, wir sind ja auch auf Lost Place. Wie läufst denn du rum? Ja, da muss man mal Ast. Wir sind hier vor Leuten. Nee, du kannst doch nicht rumlaufen wie eine Sau. Gleich, ich tarn mich, dass mich keiner sieht. Das hat auch gewirkt. Ich lach mich tot mit diesen Worten. Wünschen wir euch einen schönen Tag. Genießt euren Tag und wir sehen uns nächste Woche Freitag wieder. Auf morgen bis Wiedersehen. Auf morgen bis Wiedersehen.